Hallo und willkommen in Köln am Kurt. Mein Name ist Emma und ich bin hier jetzt mittlerweile seit 3 Jahren. Köln unterscheidet sich sehr viel von deutschen Schulen, da dies so ein Internat ist und wir die meiste Zeit in der Schule verbringen. Die Internatshäuser sind sehr schön gemütlich eingerichtet. Man fühlt sich gar nicht, als wäre man den ganzen Tag in der Schule. Man schließt Freundschaften fürs Leben, weil man mit den Leuten auch zusammen wohnt. Der Großteil der Lehrer lebt auch auf dem Campus und deswegen hat man komplett andere Beziehungen mit ihnen, als man sonst mit Lehrern hat, da man sie auch außerhalb des Unterrichts sieht oder zum Beispiel, wie sie mit ihren Hunden spazieren gehen. Das motiviert einen viel mehr, als wenn man sie im Unterricht sehen würde, was mir persönlich sehr geholfen hat. Ich sollte auch eigentlich nur für 4 Monate hier bleiben. Das hat sich dann aber verändert. Jetzt bin ich nächstes Jahr bin ich mit der Schule fertig und dann war ich hier 4 Jahre. Ich bewerbe mich auch nur bei schottischen und englischen Unis und für mich war es super, dass ich hergekommen bin. Das hat mir auch sehr geholfen, hat mich selbst zu organisieren und das Leben wird nicht einfacher. Also es bringt einem sehr viel bei, hier zur Schule zu gehen. Der Campus ist riesig groß, wir haben sehr viel Land und die Schule ist auch nur 1 Stunde von Edinburgh und 1 Stunde von Glasgow entfernt. Es ist sehr viel Natur rund um die Schule herum und wir verbringen sehr viel Zeit draußen, vor allen Dingen im Sommer. Alle Leute sitzen zusammen draußen, jahrgangsübergreifend und es fühlt sich an wie eine große Familie anstatt von einer Schule, was einem auch wirklich sehr beim Lernen hilft. Es gibt außer den akademischen Sachen, gibt es natürlich auch ganz viel Sport. Also für die Mädchen steht im Fokus Hockey, Lacrosse, Tennis. Man kann aber auch Leichtathletik machen im Sommer. Und für die Jungs ist es etwas anders. Es gibt Rugby, Hockey und Cricket. Aber wenn man kein großer Teamsport-Fan ist, dann gibt es auch ganz viele andere Optionen, die man machen könnte. Da müsste man sich keine Sorgen machen.